So, heute sind die Servos gekommen, bestellt bei live-hobby.de. Ich hatte lange Zeit gesucht, um geeignete Servos zu finden für mein 600er Size Helikopterprojekt. Hatte lange gesucht und da ich jetzt auf Spektrum umgestiegen bin, habe ich die passenden Servos dazu gesucht. Hatte lange recherchiert, also es gibt ja unterschiedliche Hersteller. KST, MKS, Savex allein machen ganz gute Servos, aber ich wollte mal nach einer Alternative suchen und bin irgendwie durch Zufall auf Nexspor gestoßen. Hatte mir dann die Webseite genauer angesehen und was ich da interessant fand, dass sich RC-Helikopterpiloten und Ingenieure und Werkbanken zusammengeschlossen haben, um Servos zu bauen, zu perfektionieren, dass die nicht mehr summen und knattern und brummen. Also im Ruhezustand und sogar unter Last. Und das fand ich irgendwie sehr positiv überraschend. Und dann dachte ich mir, ja, ich probiere die jetzt mal aus. Also die sind wirklich absolut High Quality Brushless Motor, High Quality Potentiometer, High Precision Metal Gear, High Resolution Full CNC Aluminium Case, Dual Ball Bearings, also ideal für 500er bis 800er Size Helikoptern. Und also ich fand das irgendwie ist gut gemacht. Also das Konzept ist schon. Also T steht für Tail und S für Swashplate, und da gibt es so ein Dreier, so ein Vierer-Set. Also dreimal für drei Servos für die Swashplate und einmal für das Heck, fürs Tail. Also S steht für Swashplate, T steht für Tail. Und was ich noch gut fand bei dem Servos, also die kam heute per Post, also ich hatte die bestellt letzte Woche und bin also begeistert von der Qualität. Also die ist wirklich, also ganz tolle Feinwerkmechanik, Metallbau. Also die sind sowas von toll gefräst, die Bauteile, das Gehäuse, das ist wirklich, also wie schon fast Hundertstel Millimeter genau gefräst, als wären es Klemmbausteine aus Niederlande, also wirklich sowas von absolut präzise, perfekt gefräst. Und CNC-Technik mit dem passenden Anschluss für für meine Spektrumanlage, Empfänger plus Sender plus Regler. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also vertrieben wird das Ganze durch von der Gebauer Germany, Werkbank ist China, Made in China. Aber ich war total positiv überrascht. Also es ist wirklich sowas von perfekt gefräst. Also jede Kante, also wirklich ein Hundertstel Millimeter genau. Also man spürt das richtig, wenn man da mit dem Finger drüber fährt, wie perfekt das gefräst ist. Ne? Also das ist wirklich absolut High Precision. Bin begeistert, also rein vom optischen Eindruck. So, und was ich noch toll fand bei dem Hersteller ist, man muss nicht lange suchen. Der schreibt hier die Herzzahl und die Millisekunden oder Mikrosekunden schreibt er gleich aufs Gehäuse drauf. Also man muss nicht lange suchen im Internet, um irgendwie seinen Gyro, dann irgendwie seinen Sender zu programmieren und seinen Empfänger zu programmieren mit dem Gyro-System. Das also sehr angenehm. Ne? Also denkt man gleich, boah, endlich mal ein Hersteller, der denkt mit, da muss man nicht lange suchen. Steht sogar nochmal in ihrer Beschreibung, steht es auch nochmal drin. Mit etlichen Hebelansteuerungen.
es steht nochmal irgendwo, also es ist praktisch, ne? Also wenn das, wie gesagt, gleich auf dem Gehäuse drauf steht, nicht lange suchen, weiß man, was man einstellen muss in seinem Sender. Toll gemacht, also bin echt begeistert und die sind wirklich, also ich kann das jetzt, habe es jetzt noch nicht getestet, weil ich habe es noch nicht eingebaut, aber steht hier hinten auch nochmal alles drauf. Also gut gemacht, ne? Specifications gleich auf der Hülle drauf, wichtigsten Infos, die man braucht. Nicht lange suchen im Internet auf irgendwelchen Flybarless, Gyro, Stabi Webseiten, um zu erkunden, was das jetzt für, wie viel Hertz das Ding jetzt hat und wie viel Millisekunden oder Mikrosekunden. Toll, also wirklich ganz tolles, präzises, hochwertiges, CNC gefrästes Gehäuse, macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Also ich bin mal gespannt, wenn ich es dann eingebaut habe, wie das dann ist. Also ich finde Servos, die nicht knastern und knittern und brummen, also finde ich gut, 4 Servos, also unter Stand als auch unter Last, sollen die angeblich nicht knastern und nicht knittern und nicht brummen. Das, also 4 Servos, die nicht knistern, verbraucht schon mal weniger Strom. Wirklich gutes, tolle Servos. Bin begeistert. Also ich habe die richtige Wahl getroffen. Da gibt es auch welche für 700er bis 800er. Size gibt es auch. Die sind etwas stärker. Aber ich habe mich jetzt trotzdem hier für die 550er bis 700er Klasse, weil ich liege mit meinem 600er genau in der Mitte. Also es ist nicht unterdimensioniert und auch nicht überdimensioniert. Genau das, was ich brauche. Und es ist wirklich der erste Eindruck. Man macht die Schachtel auf und denkt sich, wow, macht schon mal einen guten Eindruck. So, wenn es da mal eingebaut ist, mache ich dann nochmal einen Bericht, um zu testen, wie das dann unter Last und unter Spannung sich die Servos verhalten, aber tolle Fertigung, muss man sagen.